Mehr als 22.000 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland von einer lebensverkürzenden Krankheit betroffen. Das bedeutet, sie werden über einen kürzeren oder längeren Zeitraum einer Krankheit versterben. Das Kinderhospiz Mitteldeutschland bietet diesen Familien einen wichtigen Ort der Auszeit. Die Familien können hier eine Perspektive entwickeln, da es auch nach dem Tod des Kindes eine Zukunft für die Familie gibt, die mit dem Tod des Kindes nicht aufhört. Und das Kinderhospiz selbst gibt diesen Raum mit viel Pflege, mit viel Zeit und mit einem Raum, wo die Eltern mal abschalten können. Wo sich nicht immer alles nur um das kranke Kind dreht. Natürlich wird das kranke Kind auch hier liebevoll betreut, aber auch wo Zeit für das gesunde Geschwisterkind ist, was oft im Abseits steht. Und das ist unsere Aufgabe, eine ganzheitliche Familienhilfe zu sein, die diesen Familien Kraft gibt. Kraft für den Alltag und ihnen aber auch in der Situation des Abschiedes zur Seite steht. Ein Kinderhospiz aufzubauen ist sehr, sehr schwierig, weil eben die staatliche Finanzierung völlig defizitär ist. Kinderhospizarbeit ist eigentlich nicht finanziert. Wir sind zum höchsten Maß auf Spenden angewiesen. Wir haben vor 7 Jahren begonnen, Spenden zu sammeln für den Bau und Betrieb des Kinderhospizes, im Wissen, dass auch wenn das Haus steht, wir immer auf Spenden angewiesen sein werden. Wir kennen Sven Lindig jetzt seit knapp 5 Jahren. Er hat ja mit seinem Team und seinen Mitarbeitern uns schon fantastisch unterstützt, sei es mit wahnsinnig viel Technik, ohne die wir zum Beispiel die Einweihung nicht hätten durchführen können. Lieber Sven, nochmal herzlichen Dank dafür. War wirklich klasse, wie du uns hier geholfen hast. Aber auch zu Benefizläufen bis hin zu Charity Open Air Veranstaltungen, wo er uns unterstützt, ist das einfach ein Partner, auf den man sich immer verlassen kann, den man auch nach 20 Uhr mal anrufen kann, was ganz wichtig ist, und der aber auch mal mit Rat und Tat zur Seite steht und auch seinen unternehmerischen Fachverstand auch ein Stück weit mit einbringt. Denn ist das, was wir auch brauchen. Hier geht es einmal darum, Pflege zu leisten, die aber nur möglich ist, wenn wir auch Spenden sammeln. Und Spenden sammeln bedeutet auch, mit Unternehmern zu kommunizieren. Und da ist er ja ein Unternehmer, wie er im Buche steht, der einen Familienbetrieb mit aufgebaut hat und auch diese Vision auch lebt. Und deshalb freuen wir uns über jeden Rat, den er uns auch gibt. Und wir kennen uns einfach jetzt seit 5 Jahren. Auch in der Unternehmensstruktur ist es ja auch so, dass Mitarbeiter ja fast Familienmitglieder sind. Und dadurch machen alle mit und es fiebern da auch alle mit. Und da können wir einfach nur Danke sagen. Danke, dass das so kommuniziert. Danke, dass es über so viele Jahre macht und dass es auch noch weitermacht. Zu uns auf die Bühne Sven Lindig, den Geschäftsführer der Fördertechnik Lindig, mit Max, 8 Jahre alt. Von Herrn Lindig. Ja, das ist aber eine süße Idee, Herr Lindig. Guten Tag erstmal. Ja. Sehr gut. Und wie viel haben Sie mitgebracht, wenn ich fragen darf? Also in den vergangenen Jahren haben wir jedes Jahr mindestens 2.500 Euro gespendet und jetzt dieses Jahr legen wir noch eine Schippe auf und spenden 5.000. Herzlichen Dank.